Ball noch bekommen hat. Liebe Zuschauer, der erste Treffer für die Sonnenberger Anwaltsarbeit. Thank you.
schlimm ist, dass sie natürlich Szenen, die will man eigentlich überhaupt nicht sehen. Also alles Gute und nochmal ein Applaus für den Mann mit der Nummer 20 bei den Gästen. Yeah.
3, die erste Auszeit genommen durch unseren Trainer Manuel Müller. Auszeit für Sonnenberg. Thank you.
Thank you.
mit der Nummer 24 kommt so richtig in Fahrt. Und am Ende wird es bei Sonnenberg zweistellig. 10. Treffer für Sonnenberg. Spielstand damit 10-7. Torschütze erneut.
haben wir den Halbzeitstand 13:8. Es geht in die Halbzeitpause in dieser Partie. Sonnenberger HV gegen Beringen Sonneborn. Bis gleich. Thank you.
Thank you.
So, gleich geht's weiter, liebe Handballfreunde. Zweite Halbzeit in der Partie. Sonneberger HV gegen Bieringen Sonneborn. 13:8 der Spielstand. Die Gäste in Rot legen los in der zweiten Halbzeit. Also, auf geht's! Thank you.
60 Tore. Und damit steht es in der 37-Minute 18:10 der Torschütze unter Dino
Mannschaft gespielt, die ja eine Spielgemeinschaft mit Mengesgeuth Hemmen hat. Da ging es heute zu Hause gegen die Spielgemeinschaft Kölper Oppo. Und unsere Jungs haben da wieder sensationell gespielt. 37-22 gewonnen. Also, herzlichen Applaus! Boris Grünskopf!
dazu. Ein bisschen Aufregung hier. Daher zwei Minuten Zeitstrafe mit Konstantin Kuzmenko. Aber liebe Zuschauer, wir klatschen mit hier. Geben Sie Gas für die Jungs im Gelb-Schwarz, im Beibesitz. Auf geht's! Mit Klatschen für den Sonnenberger HV! Thank you.
13. Ja, und jetzt auch eine 2 Minuten Zeitstrafe. Aber schön, dass er wieder zurück ist. Unser Mann, wieder Nummer 8, Alexander Pinter!
Yeah.
Teil. Für unsere Jungs war es ja das noch nicht ganz. Wir haben ja nächste Woche das Spiel in Suhl. Also, wer da Lust hat, noch mitzufahren, das geht natürlich auch. Aber Ihnen erstmal danke fürs Dasein. Alles Gute und bis bald.